Auf dem Honehof in Dreiannenhohne befindet sich ein Naturerlebniszentrum des Nationalparks Harz. Und hier finden wir die Ranger. Ja, mein Name ist Robbie Meissner. Ich arbeite als Ranger hier im Nationalpark Harz. Und ja, ich bin also seit 1993 hier in der Nationalparkwacht. Und unsere Aufgabe besteht natürlich vor allen Dingen darin, den Gästen ein bisschen was über die Natur, über den Nationalpark zu erläutern, zu erklären. Am 31. Juli fand der World Ranger Day statt. Ziel des Tages ist, auf die wichtige Arbeit der Ranger für den Schutz der Natur auf unserer Erde aufmerksam zu machen. Der normale Alltag sieht oftmals so aus, dass er ist also der Betreuer dieses Gebietes. Wir haben also sehr viel mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Wir machen Führungen. Das ist ein bisschen von Schutzgebiet zu Schutzgebiet unterschiedlich. Andere Regionen haben eher Schwerpunkte auf Pflegemaßnahmen oder die Kollegen sind bei Monitoring-Projekten mit im Boot. Die Aufgaben sind relativ vielfältig. Was uns allerdings alle verbindet, ist ja der Schutz der Natur. Dieser Tag wurde von der International Ranger Federation ins Leben gerufen. Es soll aber nicht nur auf die Arbeit hingewiesen werden, sondern man gedenkt auch den Kollegen weltweit. Denn in anderen Teilen der Erde sieht die Arbeit der Ranger oft ganz anders aus als bei uns in Deutschland. Die ersten Ranger waren natürlich noch sehr militärisch eingestellt, sind also noch wirklich auch mit Waffe unterwegs gewesen. Ist heute auch in vielen Bereichen der Welt so. In Deutschland ist es sehr entspannt, aber wenn man so nach Afrika schaut, nach Asien, dort kämpfen die Kollegen praktisch mit der Waffe gegen Wilderer und auch tagtäglich ums Überleben. Auch nicht nur ihr Überleben, sondern das Überleben der Natur. Und wir stehen hier gerade vor einer Tafel, wo also die Kollegen ja aufgelistet sind, die in den letzten Jahren, diese Erhebung gibt es seit 2009, in Ausübung ihres Dienstes, wenn man so will, gestorben sind. Zum Großteil ermordet von Wilderern oder eben auch bei Unfällen. Wir haben jetzt schon über 1000 Ranger, die also seit 2009 weltweit gestorben sind. An einer Filmstation konnte man die Arbeit der Ranger aus vielen Teilen der Welt beobachten. Hier bei uns kommt den Rangern, wie übrigens überall auf der Welt, auch ein wichtiger Bildungsauftrag zu. Ja, ein Nationalpark oder diese Schutzgebiete werden natürlich mit Steuergeldern auch bezahlt und der Bildungsauftrag ist ja eine wichtige Aufgabe. Es ist nicht das Entscheidende, dass also viel Holz im Wald nachwächst, sondern dass er als Erholungsbereich, als Erfahrungsraum, als Lernraum genutzt werden kann. Das sind natürlich wichtige Aufgaben eines Schutzgebietes, eines Nationalparks. Aber eben auch der Schutz von Tieren, Pflanzen, Pilzen ist genauso wichtig. Nun haben wir Menschen einen anderen Ordnungssinn als die Natur. Und genau da setzt der Bildungsauftrag der Ranger an. Wir Menschen tun uns schwer damit, die Natur machen zu lassen. Wenn man es aus Menschenseite betrachtet, diese Unordnung zuzulassen, bedeutet, dass also die Natur Chancen hat, Räume hat, auf solche Dinge wie Klimawandel zu reagieren. Eine landwirtschaftliche Fläche kann mit ihren paar Arten nicht auf den Klimawandel reagieren oder nicht so auf den Klimawandel reagieren wie ein Wald oder eine Wiese mit Hunderten von Arten. Ne? Da wird also durch Versuch und Irrtum. Wir sehen das gerade hier bei unserem Harzer Wald, wo also die Fichte wirklich mittlerweile in vielen Flächen zur Disposition steht, wo also die Fichte abstirbt, weil es eben zu trocken ist, weil es zu warm ist. Und die Natur hat am ehesten die Chance, durch Versuch und Irrtum andere Lösungen zu finden. Das kann sie aber nur, wenn wir uns raushalten. Weiterhin bietet der Nationalpark auch Möglichkeiten der beruflichen Bildung bzw. Orientierung an. Dazu gibt es einen sogenannten Freiwilligendienst, einmal das Freiwillige Ökologische Jahr und auch den Ökologischen Bundesfreiwilligendienst. Orientierungsmöglichkeiten, die die Teilnehmenden vielfältig fordern. Man hat also man lernt viel über den Nationalpark kennen, da kann man auch den Interessen noch mal ein bisschen nachgehen. Man
kann sich hier einbringen in die Arbeit des Hauses, einmal in die Informationstätigkeit, aber natürlich auch in die Bildungsarbeit. Das heißt also viel Arbeit mit Kindern, Schulklassen, auch Kindergartengruppen. Ja, also ich kam tatsächlich aus 2 Semestern Studium auf Lehramt, was dann aber doch nicht ganz so meine Richtung war. Und ich sag mal so, persönlich war für mich schon immer so ein bisschen die Natur und auch das Wandern so ein Hobby. Ich bin auch, ich sag mal, aus der Jugend her von meinem Vater her ein bisschen geprägt worden. Der war Wasserschutzpolizist und dort immer stark im Naturschutz unterwegs. Das heißt, da hat man immer schon so eine Naturnähe und auch ein bisschen das Bedürfnis gehabt, da auch etwas zu schützen. Und da war natürlich dann bei der Möglichkeit, mit so einem Bundesfreiwilligendienst den 1 Jahr oder 1,5 Jahre in meinem Fall zu machen, das Ganze in einem Nationalpark zu machen, natürlich so ein bisschen der gelebte Traum, Nationalpark, Naturschutz vom Feinsten. Und so habe ich mich dann letztlich auch hier im Nationalpark Harz beworben. Für Niklas ist der weitere Weg schon klar. Er möchte praxisnah arbeiten, eine Ausbildung zum Forstwirt machen und dann kann man sich weiterbilden lassen zum geprüften Landschaftsführer, letztlich dem Ranger in Deutschland einfach. Das ist so der grobe Plan, der momentan vor Augen ist. Der Hohnehof ist damit eine Anlaufstelle für Menschen, die sich über die Lebenszusammenhänge in unseren letzten naturnahen Lebensräumen informieren möchten.